Rottal-Inn gehört zu den traurigen Spitzenreitern in Deutschland. Die Inzidenz im bayerischen Landkreis stieg zuletzt auf ca. 1475. Die Intensivstationen im Landkreis sind voll. Erste Patienten wurden bereits verlegt. Für die neuen harten Maßnahmen haben viele Verständnis. Ich glaube, dass jetzt einfach anders nicht mehr funktioniert. Wenn wir die Entwicklung stoppen wollen, na, können wir nicht so weitermachen. Da muss entsprechend etwas dagegen unternommen werden. Ab Mittwoch gilt in bayerischen Corona-Hotspots wie auch hier mit einer Inzidenz über 1000 ein Lockdown. Gastronomie, Friseure, Fitnessstudios und Hotels müssen schließen. Ihren Gasthof muss Petra Holzinger dann auch wieder dicht machen. Die Gastronomin versteht die Welt nicht mehr. Eine Katastrophe. Wir haben bereits das dritte Mal neu angefangen. Wir haben jedes Mal nach 2-3 Wochen Öffnungszeiten einen Lockdown gehabt. Jetzt haben wir wieder einen Lockdown. Zudem sind alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Abbauen und zusammenpacken, wie auch hier auf dem berühmten Nürnberger Christkindlmarkt. Jetzt steht man wieder vor dieser Existenzangst. Was macht man? Wie geht's weiter? Natürlich sind die Sorgen relativ groß. Bei einer Impfquote von nur knapp 60% macht auch Sachsen ab Montag weitestgehend dicht. Nur bei Gastronomie, Einzelhandel und bei Friseuren gilt dann 2G. Zudem gibt es Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren in Hotspots für Ungeimpfte. Ladeninhaberin Susanne Risch sieht ihr Geschäft in der Leipziger Innenstadt vor großen Schwierigkeiten. Mit der 2G-Regelung haben wir Umsatzeinbußen wahrscheinlich von über 50%. Das, wo wir gerade dabei waren, ein Stückchen, ein ganz kleines Stückchen, den Lockdown vom Anfang des Jahres aufzuholen. Und wie sie es schaffen soll, die 2G-Regel zu kontrollieren, wisse sie auch noch nicht.